Heute früh haben wir einen Bus geschnappt und sind von Hoi An Richtung Hue gefahren. Ich kann die Stadt nicht aussprechen. Nehmt es mir bitte nicht übel. Hier angekommen, gleich ein Hotel eingecheckt, da hinten Happy, Friendly, das Hotel. Und haben auch was gegessen und dann haben uns zwei nette Menschen angesprochen und uns vorgeschlagen, eine Tour zu machen. Normalerweise bin ich ziemlich skeptisch, was sowas angeht, aber ja, die vermitteln ziemlich vernünftigen Eindruck. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mal mit und dann könnt ihr das genießen. Midnight, wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat, but I'm still caught up on you. Nothing really mattered when we had. Wir sind jetzt an unserem ersten Ziel angekommen. Es hat wunderbar funktioniert mit den zwei netten Fahrern. Ja, manchmal muss man doch vielleicht die Skepsis außen vor lassen und schauen, ob es klappt oder nicht. Also, die haben auch guten Eindruck gemacht. Wir sind jetzt bei einem buddhistischen Tempel angekommen, dessen Aufbau besonders ist. Das wird auch Pagode genannt. Das besteht aus sieben einzelnen Stockwerke. Das sieht man das im Hintergrund. Wir schauen das uns jetzt genauer an. On the 4th of July, underneath the fireworks sky, and I said, everything is perfect cause you're holding me. You and I together like we're supposed to be. Cause you need me and I need you. That's just my point of view. So wie man an unseren Vlogs bis jetzt merkt, ist Religion ziemlich wichtig in Vietnam. Das habe ich davor nicht so gedacht. In jedem Haus gibt es sogar einen Tempel, wo die Ahnen geehrt werden. Und in jedem Dorf gibt es auch einen Tempel, so wie bei uns auch eine Kirche. So, mit dem Platz, mit der Pagode sind wir jetzt fertig. Und jetzt geht's zu den nächsten Stationen. Das nächste Ziel von uns ist leider eine Baustelle und das soll einmal eine Tiger- bzw. Elefantenarena gewesen sein. Die haben Tiger gegen Elefanten gekämpft, wobei die Elefanten immer gewonnen haben, da den Tigern immer die Zähne und Krallen abgenommen wurden, weil ja, Elefant Symbol vom Kaiser war und der Kaiser wollte halt nicht, dass sein Symbol verliert. Aber ja, wie gesagt, das ist eine Baustelle, gibt nichts, nicht viel zu sehen, deswegen fahren wir direkt weiter. Was hast du da in der Hand? Das ist das Material für die Hüte, für die typisch vietnamesischen Hüte. Das sind Palmenblätter. Ich weiß jetzt nicht genau von welcher Palme. Die werden abgeerntet und bei so einem Koffer, der steht da hinten, werden die glatt gemacht. Und die werden so lange glatt gerieben, bis die ja, wasserbeständig sind, schätze ich jetzt mal. Und die Dame fertigt sozusagen jetzt so einen Hut an. Wie lange dauert es, bis ein Hut fertig ist? 2 bis 3 Tage. An der Station haben wir gesehen, wie Räucherstäbchen gemacht haben, unter anderem auch Hüte. Das hat der Steffi sehr gut erklärt. Und ja, mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Jetzt gehen wir zu der nächsten Station. Think of when we were together on the 4th of July underneath the fireworks sky. Point of view. That's just my point of view. Yeah.
Das ist sehr schön. Ah, die wissen, was aus dem Zug kommt. Ja, die Kois scheinen wirklich hungrig zu sein. Oder einfach essen und gern, ich weiß es nicht. Wir haben uns die Grabstätte von einem alten Kaiser angeschaut. Schon krass, richtig krass, was nur für einen Menschen gebaut wird. Das ist ja... Ein ganzer Park. Das ist ein ganzer Park, also man kann hier den ganzen Tag verbringen. Und dann am Schluss davon ist so ein kleiner Bereich, wo sein Grab ist. Aber zu seinem Ehren wurde so viel Verrücktes gebaut. Ich weiß nicht, ob es ihm gefällt, dass so viele Touristen hier sind. Aber es ist ein schöner Park, hier kann man echt Tage verbringen, Stunden. Und es ist auf jeden Fall auch alles aufgeräumt, alles sauber, es wird auch ziemlich viel restauriert. Ja. Midnight wasted, friends all around faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat, but I'm still caught up on you. Nothing really mattered when we had it all. Happy ever after was an afterthought. Wir sind jetzt im Hotel angekommen und wie gewohnt wollte ich Feedback zu dem Ausflug euch geben. Es hat mir gefallen, ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Allerdings würde ich sagen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, so wie wir jetzt, wir haben ja 4 Wochen Zeit und können das frei einplanen, dann würde ich sagen, nehmt euch einen Roller und macht die Tour selber. Da braucht ihr auf jeden Fall keinen Guide dazu. Unser Guide hat zwar versucht, uns ein bisschen Informationen und Wissen zu vermitteln, aber mit einem Handy und gutem Empfang kommst du auf jeden Fall viel schneller und effizienter an gute Informationen als mit einem schlecht sprechenden Guide. Building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment, I've been in